Ja, hallo. Ich wusste gar nicht, ob Sie es wissen, aber Ihre Webseite ist unsicher und wird auch nie sicher sein. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Man kann sie nur anstreben. Heute möchte ich ein bisschen was, ja, wie kann man Joomla sicherer machen? Es ist sehr an der Basis. Es geht jetzt so von den Folien her, die ich vorbereitet habe, nicht so in die Tiefe. Wir können aber natürlich in die Tiefe gehen. Wir können da gerne einen Dialog halten. Monolog geht natürlich auch. Aber ich würde halt gerne, wenn Fragen sind, gleich Fragen stellen. Dann können wir die gleich irgendwie beantworten, was da irgendwie kommt. Die Folien werden auch alle, sage ich mal, im Internet veröffentlicht. Und ja, Video ist ja dann sowieso bei YouTube zu sehen, zum Nachlesen. Es sind ein paar Links mit bei. Deshalb muss man die sich da jetzt nicht irgendwie abschreiben oder abfotografieren oder sonstiges. Die Links sind dann da alle da. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin der Christian, 31 Jahre alt, habe mit dem Tom Möller zusammen die JUG München gegründet, sind da, sage ich mal, auch aktiv und damals mit dem Jan Erik Joomla Security nach dem Joomla Day in Bad Nauheim. Da wir gesehen haben, dass da ziemlich großes Interesse an Sicherheit mit Joomla ist. Und letztes Jahr ist auch noch der Viktor Vogel zu uns gestoßen und schauen, dass wir da irgendwas Schönes irgendwie auf die Beine stellen können. Im Moment wird, sage ich mal, fast schwierig. Vieles ist, sage ich mal, abgegrast. Es sind noch ein paar kleine Punkte, die, sage ich mal, offen sind, die man in Joomla noch, sage ich mal, machen könnte. Der Rest, sage ich mal, ist alles eigentlich außerhalb von Joomla, was sich dann eher schon fast an die Server richtet, wie man da weitere Sicherheit machen kann. Ja, ich möchte ein bisschen was heute zu den Benutzern, Passwörter, weil das immer wieder ein großes Thema ist. Ich wurde gebeten, das auch explizit nochmal anzusprechen, weil anscheinend in der letzten Zeit die Fragen zu diesem Thema massiv aufgelaufen sind. Dann natürlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Joomla seit kurzem bietet. Backups, Updates, Angriffe abwehren. Zum Beispiel auch das Preisgeben von Informationen zu verhindern. Und was ist, wenn wirklich mal Joomla gehackt ist? Was muss ich dann wirklich tun? Und was, sage ich mal, auch immer wieder öfters die Fragen kommen, auch im Bereich des SEOs, Joomla und SSL-Zertifikate. Wie funktioniert das? Und ansonsten offene Fragen und Antwortrunde, aber gerne auch sofort gleich fragen, nicht, dass man es nachher vergisst. Ja, eigentlich kennt man das so ganz super. Dieses ist nicht ausgedacht. Das ist teilweise reale Beispiele. Also das ist wirklich ein reales Beispiel. Es gibt Leute, die nennen, ja klar, der User-Admin, das war mal von Joomla vorgegeben. Das kann man Gott sei Dank heute bei jeder Installation ändern. Und das Passwort ist wirklich mal mir auch mal übermittelt worden. Ist natürlich ein Riesenproblem. Solche Passwörter, man hat das vor kurzem gesehen bei dieser Seitensprungportal da in der USA, die gehackt worden ist und auch die ganzen Daten veröffentlicht worden sind. Das meistbenutzte Passwort, was dort existiert hat, war 123456. Tja, hat man dann halt irgendwann mal ein Problem. Ich bin da gerne mal ganz paranoid bei sowas. Ich kann auch den Benutzernamen ein bisschen kryptisch machen. Ich muss mir sowas nicht merken. Dafür gibt es Passwortverwaltung. Wer sowas nicht hat, empfehle ich jedem, eine Passwortverwaltung einzusetzen. Zum Beispiel KeePass ist eine Open-Source-Passwortverwaltung. Sehr gut, nutze ich auch. Ich weiß, dass auch noch viele andere das nutzen. Kann ich nur empfehlen, weil da muss ich mir sowas nicht merken. Weil, wenn ich weiß, dass der Benutzername Admin ist, habe ich schon mal die Hälfte der Miete. Wenn ich dann noch die andere Sache im Endeffekt rauskriegen kann, ist es dann vielleicht nur noch eine Frage der Zeit. Und vor allen Dingen sollte der Super-Administrator, vor allen Dingen in Joomla, explizit, sage ich mal, ja, stark mit einem Passwort versehen werden. Also ich sage mal, das mit dem Benutzername ist jetzt mal ein schönes Beispiel.
um da einfach mal auch so ein Wortspiel mit Zahlen optisch da irgendwie Supergod-Admin irgendwie hinzuzaubern. Es ist ein Beispiel, sollte man jetzt nicht unbedingt verwenden. Kann man machen. Das Einzige, es gibt in Joomla im Benutzernamen eine Regel, die gewisse Sonderzeichen nicht erlaubt. Also da drauf achten. Ich glaube, das war einmal das Prozentzeichen. Das geht zum Beispiel nicht. Wenn man das verwendet, dann hat man da ein kleines Problemchen, weil man kommt nicht mehr ins Backend rein. Ansonsten, das Passwort ist jetzt eigentlich nur ein Beispiel. Ich habe das mal nur in einer Zeile gemacht. Das eigentliche Passwort ist länger. Aber es war dann unübersichtlich in zwei Zeilen. Ich empfehle mindestens 20 Zeichen. Also wer es gerne bei Joomla Security probieren will, ich gebe einen Tipp, es sind 60. Und es knackt dann in dem Sinne keiner. Also das Passwort ist in dem Sinne ausfindig zu machen eigentlich fast unmöglich. Es dauert zu lange, der Aufwand ist zu hoch. Also solche Passwörter, wenn ich sowas habe, bin ich ziemlich safe. Also das kann ich nur empfehlen. Zusätzlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Joomla jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren knapp drin hat. Hinten bei Yubico gibt es das gute Stück. Ich habe meinen immer dabei. Kann ich nur empfehlen, das kleine Ding. Also ich habe meinen auch schon mitgewaschen. Das Ding hält und überlebt immer noch. Nehmen wir mal an, also ich habe auch leider auch schon den Fall gehabt, dass ja, der Benutzername, ich sage mal ganz normaler, der Vorname, passt, gut, kann man lassen. Die Leute, sage ich mal, ich gebe eine Passwortrichtlinie vor mit 20 Zeichen X. Das Problem ist, der User kann das ja ändern. Vor allem, wenn die im Hintergrund, sage ich mal, vor allen Dingen Redakteure Inhalt pflegen. Wenn ich sowas, sage ich mal, dem User auferlege, dass der eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, dann kann es mir sogar fast egal sein, wenn sein Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Weil er braucht den YubiKey, um im Endeffekt trotzdem ein Login herzustellen. Erhöht die Sicherheit unheimlich. Also mein Anraten ist es grundsätzlich für den Super-Administrator, wenn einer existiert, ein. Wenn zwei existieren, dann zwei unterschiedliche YubiKeys. Auf jeden Fall, die da rein müssen. Für Administratoren und ich sage mal teilweise auch Manager-Ebene, die wirklich im Backend arbeiten, jedem User ein YubiKey zu geben. Damit habe ich alle Leute, die irgendwie im Backend arbeiten, ziemlich gut abgesichert. Da können die auch ihr Passwort, sage ich mal, noch so sinnlos vergeben. Mit der Variante bin ich da ziemlich safe und die guten Dinger, sage ich mal, kosten nicht allzu viel Geld. Also es rechnet sich definitiv. Er erhöht die Sicherheit ungemein. Was immer wieder vorkommt, sind natürlich, dass Backups nicht erstellt werden. Und wenn es zum Fehler kommt, hat man ein ganz, ganz großes Problem. Es wird sehr vernachlässigt oder gesagt, ja, es passiert ja eh nichts. Ja, kann man so denken. Es kann auch ein Fehler beim Provider sein. Ich gucke jetzt keiner. Ja, kann ein Fehler passieren, der von mir zur Hälfte verursacht wurde und teilweise vom Provider. War aber ganz lustiger Bug im Endeffekt. Er wurde sehr, sehr schnell gefunden. Und das Backup konnte, sage ich mal, innerhalb von 30 Minuten zurückgestellt werden und das ganze Ding war erledigt. Wenn ich sowas nicht habe, ist unter Umständen die Seite tot. Unser netter Sponsor ValueCare hat gestern auch schon eigentlich genau das Richtige angesprochen, dass das Ganze sehr, sehr wichtig ist. Wenn die Seite offline ist, ob da jetzt ein Shop hinten dran hängt oder eine normale Website, ich kriege keine Anfragen darüber, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel Geld geht mir pro Stunde verloren. Das sollte man sich halt überlegen. Und die Frage ist dann halt auch das Nächste, wie schnell kann ich das Ganze wiederherstellen? Ich habe zum Beispiel einen Kunden, den ich betreue, da ist seine Webseite 13 GB groß. Viel Spaß beim Zurücksichern mit meinem geilen DSL 6000 Anschluss. Keine Chance. Das Ding lade ich nicht in den nächsten 8 Stunden hoch.
Das heißt, man kann hier, in dem Fall habe ich es so gemacht, Backups auf separate Server. Unterschiedliche Provider. Das heißt, sollte Provider X das Rechenzentrum abrauchen, wirklich in Flammen aufgehen, weiß der Fuchs was, ich habe ein Backup da und kann das zurückspielen. Und vor allen Dingen, ich kann es schnell zurückspielen, weil die Server oder die Rechenzentren untereinander sind in der Regel mit mehreren Gigabits angebunden. Das heißt, so ein Backup von 13 Gigabyte schiebe ich da wahrscheinlich innerhalb von 5, 6 Minuten drüber. Wenn ich das aber irgendwie lokal irgendwie von so einem normalen DSL-Anschluss mache, kann das schon ziemlich lange dauern. Das heißt, Backups regelmäßig erstellen und extern aufbewahren. Auf dem Server auch, wenn der Speicherplatz es hergibt. Falls mal was sein soll, kann man relativ schnell zu wiederherstellen. Aber ich habe auch schon Leute erlebt, da ist in der Buchhaltung bei irgendeinem Provider ein Fehler passiert und da wurde der Account aus Versehen deaktiviert und auch gleich gelöscht. Blöd ist, dass die Webseite danach auch nicht mehr da war. Also niemals auch auf den Provider verlassen, sondern selbst dafür sorgen, Backups anzulegen. Passiert immer und immer wieder. Also ich sag mal, Joomla.de, die Seite von der ganzen Community, sag ich mal, aus Deutschland, kriegt immer wieder diese Anfragen. Macht Backups. Es gibt Erweiterungen in Joomla wie Akiba Backup, die super sind. Es gibt andere Backup-Skripte extern. Ich mache sowas über die Shell-Ebene, weil es einfach viel, viel schneller geht und nicht so dermaßen auf dem Webserver die Performance geht. Und ein 13 Gigabyte Backup möchte ich, glaube ich, nicht mehr mit Akiba machen, aber es funktioniert. Ich habe es schon ausprobiert, es funktioniert, aber es dauert einfach viel zu lange. Also das kann ich nur nochmal ganz, ganz wichtig nahelegen. Es hängt da in der Regel viel Geld dran, je nachdem, was ausfällt. Ist eine schöne. Ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, wenn was passiert mit Arbeit, wenn viel an der Webseite gearbeitet wird. Wie kann ich dort Backups erstellen? Also sowas lässt sich eigentlich nur noch wirklich über Shell-Ebene sinnvoll lösen, indem ich zum Beispiel sage, also wir bei Joomla Security sind jetzt da paranoid, aber wir haben alle 12 Stunden ein Datenbank-Backup. Weil wir wissen, an den Dateien ändert sich so viel nicht. Weil wenn ich jetzt kein Bild hochlade oder nur mal einen Text ändere, da passiert nicht so viel. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, auch eine E-Commerce-Anwendung dahinter oder ich habe wirklich Formulardaten, wo sehr viele Kontaktformulare ausgefüllt werden, die ich zum Beispiel vielleicht nicht so rechtlich dann im anderen Vortrag klären, speichern sollte, die aber dennoch da sind und die geben mir verloren und dadurch Geld, kann man zum Beispiel sagen, okay, ich mache halt von der Tabelle X, die mir halt wichtig ist, über einen Cronjob ein automatisiertes Datenbank-Backup von mir aus alle paar Minuten oder jede Stunde. Sowas ist zum Beispiel möglich und solche Skripte gibt es überall im Internet. Wir haben auch jetzt noch einige Anpassungen gemacht an unserem Skript und werden das in angepasster Form demnächst auch mal zur Verfügung stellen. Kann sich dann jeder frei kopieren und einsetzen. Also es ist bewährt, setzen wir, glaube ich, seit über 4 Jahren ein. Also es funktioniert. Also man kann Backups, Dateien und Datenbank kann man natürlich trennen oder man macht es halt in einem Rutsch, wie man es gerne möchte. Ansonsten auch wieder, das ist immer wieder ein Thema, Updates. Wer hat denn noch eine Joomla 1.5 im Einsatz? Frage ich mal in die Runde. 3. Mutig. Migrieren. Ich weiß, dass es hier und da Probleme bei Erweiterungen gibt, aber es sollte man dringend machen. Also ich habe vorhin mitgekriegt, auch in einem Gespräch, wenn jetzt zum Beispiel im Joomla 1.5 noch ein JCE im Einsatz ist und man den wirklich aktiviert, da könnte es eigentlich davon ausgehen, dass sie die Stunden zählen können, bis die Seite gehackt ist. Also das ist ganz, ganz heikel. Ich sag mal, vor allen Dingen der JCE-Editor ist in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen zu diesem Thema. Es gab vor ein bisschen über einem Jahr eine sehr große Sicherheitslücke im JCE, der sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat bei Joomla-Installationen, wo es im Einsatz war. Auch bei Joomla Security, also
Es war fast das erste Mal, dass es jemand geschafft hätte. Er ist nur an einer einzigen Hürde gescheitert, dieser Exploit, der da ausgeführt wurde, weil wir halt paranoid sind, dass wir keine Leserechte haben, also nur Leserechte auf dem Server haben. Also es war kein Schreiben der Datei, die hochgeladen werden sollte, möglich. Ansonsten, es hat keine Web Application Firewall, keine Regel, die wir dahinter haben, und wir haben noch einiges hinten dran, hat nichts gegriffen. Das heißt, man kann zwar Regeln und Firewalls und weiß der Fuchs was alles davor schalten. Wenn die Sicherheitslücke da ist und die über Umwege was aufmacht, keine Chance. Also deshalb, wenn Updates da sind, einspielen, vor allen Dingen aus dem Aspekt, also JCE hat sich jetzt anscheinend zum Beispiel auch angewöhnt, nicht mehr zu erklären, dass das Sicherheitslücken sind, sondern die werden nur noch als Fehler definiert, weil sie halt sich nicht mehr den Schuh anziehen wollen, dass sie halt ein Problem haben. Und das machen sehr, sehr viele andere auch. Das heißt, man kann es nicht mehr nachvollziehen oder sehr schlecht nachvollziehen, was eine Sicherheitslücke, außer man prüft die ganzen Dateien dadurch. Also wer die Zeit hat, muss das dann gerne tun. Ansonsten sollten die Updates zeitnah eingespielt werden. Vor allen Dingen 1.5er-Installationen sind massiv gefährdet. Man kann sie in einer gewissen Art und Weise absichern bis zur Migration, aber dann nur noch eingeschränkt arbeiten. Das gilt aber auch im Endeffekt für Joomla 2.5. Der Support ist ausgelaufen. Die Migration oder das Update auf 3.4.4 ist ziemlich einfach. Und ich habe viele Seiten abgedatet und ich hatte keine Probleme, weil ich mich da auch nur am Vortrag von der Sigrid drüben anschließen kann, weil ich so gut wie alles mit dem Core versuche, so wenig Erweiterung wie möglich. Da war das eigentlich so gut wie kein Problem. Es gab mal ein Problem mit irgendeiner Bildgalerie, mein Gott, dann flog sie halt raus und dann gab es eine neue. Das sollte man halt bedenken. Ja. Ich habe vielleicht eine blöde Frage, warum reagieren die, Stichwort 1.5-Installation, warum reagieren die Provider nicht und schreiben die Kunden dann also jetzt noch einen Monat, dann schalte ich ab. Das ist doch dann auch ein Kommunikationsproblem, wenn das weiter betrieben wird. Ich sag mal, warum... Genau, ich sag mal, warum schalten Provider 1.5-Installationen nicht ab? Ja. Die können auch darauf hinweisen. Ja, sie können darauf hinweisen. Es gibt zum Beispiel einen Schweizer Provider, der wirklich in seinen AGBs das verankert hat und hat gesagt, Pech gehabt, ich schalte ab. Punkt. In meinen Augen, ja, ein hartes Durchgreifen, aber eigentlich das richtige Durchgreifen. Ja, weil ich sag mal, nicht nur, dass die Webseiten an sich selber schaden, sondern die schaden auch alle anderen, die auf dem Server sind. Und es gab Sicherheitslücken, die teilweise so exzessiv waren, dass die bis hin zu Root-Rechten, also Administrationsrechten, auf dem Server erlangt werden konnte. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Da kann man, also es liegt natürlich am Provider, aber ich glaube, da kann man eine ethische Diskussion irgendwann führen, was richtig. Wenn ich eine 1.5er-Seite sehe, und sage, um Gottes Willen. Also ich kann auch nur raten. Da gehe ich nicht mehr drauf, habe ich auch nur gesagt, das ist unmöglich. Ja, weil man kann halt unheimlich viel Schaden dadurch anrichten. Und das Schlimme ist, ich sag mal, ich glaube, die Dame dort drüben wird das den Leuten auch sagen, wenn dort Schadcode auf der Seite ist, und das kriegt man teilweise nicht mal mit, weil die Leute ja auch dazugelernt haben, die netten, die da auf der ersten Folie waren. Es wird auf irgendwelche Unterseite irgendein Base64-Code eingeschleust, der irgendwelche Malware dort installiert. Sie als Webseitenbetreiber sind dafür haftbar. Wenn dort ein Schaden, ich sag mal, auf meinem Rechner passiert, zeige ich sie an, sie kriegen Strafverfahren, sie werden es verlieren. Weil sie haben nicht, in dem Falle sogar haben sie grob fahrlässig gehandelt, weil sie wussten, dass ein Update verfügbar ist. Das heißt, es kann ins Geld gehen. Also ich kann gerne eine Anekdote erzählen, auch jemand, der hat nicht seine Joomla-Installation geupdatet, hat mich um Hilfe gebeten, er hat ein Problem, er hat Post bekommen. Es war ein Verein, der sich, ja, oder eine Organisation, die nach Kinderpornografie im Internet gesucht hat. Und leider wurde er bei ihnen fündig. Da wurde ein Ordner angelegt und da lagen mehrere Gigabytes an Kinderpornografie. Das ging so weit, dass er seinen Firmennamen ändern musste.
Der stand bei der Bank und hat gebettelt nach einem Kredit, dass er seine Firma weiterlaufen lassen kann. Weil der Schaden exzessiv war. Nur weil ein Update nicht gemacht wurde. Und Backups gab es sowieso nicht, das heißt, man konnte nicht mal nachvollziehen, wann es geschehen ist. Oder nur sehr, sehr schwer. Das heißt, man sollte wirklich überlegen, es gibt genügend Dienstleister, es gibt auch Provider, die zum Beispiel Core-Updates von Joomla zum Beispiel automatisch einspielen. Das hilft schon mal sehr, sehr viel. Bei den Erweiterungen, klar, geht es nicht. Aber das bringt schon mal sehr viel, weil ich habe schon mal den Kern schon mal safe. Aber hinten dran muss ich mich drum kümmern, selber. Und ansonsten, wenn ich nicht kann, ein Dienstleister wirklich, dass der das dann übernimmt. Weil der Schaden kann richtig ins Geld gehen. Es gibt natürlich gewisse Einstellungen, die man in Joomla machen kann. Ich habe sie jetzt hier mit Absicht nur mal als Stichpunkte aufgeführt, weil es sind sehr, sehr viele, die man machen kann. Man muss sie nicht machen. Ich sage mal, wir haben sehr viel davon auf der Webseite zum Beispiel bereitgestellt. Man kann sich das angucken. Es steht auch da, für wen das Ganze geeignet ist, für Anfänger, für Fortgeschrittene oder doch eher für Profis. Aber das, was jeder machen kann, ist zum Beispiel den Administrationsbereich mit einem HT-Access-Schutz zu versehen. Ja, ist richtig. Habe ich auch. Ja, es gibt so Provider wie T-Online, aber wo ich sage, es gibt Hosting-Provider und es gibt, sie möchten auch gerne mal damit spielen. Ja. Ich habe dann nicht die Möglichkeiten, die Seite abzusichern, wie ich es gerne möchte. Also ich kann dafür keine Gewähr übernehmen und habe mir das beschriftlich geben lassen, weil ich habe auch bei T-Online hingeschrieben, habe auch eine sehr nette Antwort bekommen. Ja, das interessiert die nicht. Mit dem Hintergrund eben, dass wir denen halt von dem Sicherheitsaspekt ja vertrauen müssen. Gut. Ja. Und darauf kann ich keine Internetsicherheit bauen. Absolut. Man hat da echt ein massives Problem. Also es liegt viel auch am Provider. Also es kam gestern so ein schöner Vortrag mit von hosting.de, wo es um die Performance ging, dass man eigentlich erstmal beim Grund anfangen muss. Und das ist eigentlich genau das. Ich brauche den richtigen Provider. Ich sage mal, die netten zwei Sponsoren hier, die da sind, bei denen funktioniert es reibungslos. Es gab bei dem einen in der Vergangenheit eher Probleme, aber das haben die sehr, sehr gut in den Griff gekriegt. Muss man den mal hoch anrechnen. Da kann man echt, ich sag mal, da kann man solche Einstellungen machen. Es gibt leider immer noch Provider, da geht's nicht. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Aber da sage ich ganz ehrlich, da muss man halt einen Umzug in Betracht ziehen. Ich habe vor anderthalb Jahren ein sehr schreckliches Telefonat mit einem Provider gehabt, der mit H anfängt. Also so viel gibt's da nicht. Ziemlich groß, gelb-blau. Der mir dann geraten hat, weil ich das www-RAN-Problem hatte und dementsprechend keine vernünftigen Bilder uploaden kann, ich möchte doch bitte meine Ordner auf 777 setzen. Dann kann ich das Ding auch gleich mit Passwort irgendwo draußen an der Tür hängen, bitte brecht ein. Also wenn mir das ein Provider empfiehlt, muss ich mir ehrlich gesagt am Kopf fassen. Sag ich mal ganz ehrlich. Auch da sucht euch einen Provider, der vernünftig ist, wo es solche Probleme nicht gibt, die diese Möglichkeiten geben, Mod-Rewrite und so weiter. Die meisten machen es, die meisten haben da auch nicht so die Probleme und man kann dementsprechend dort sein Backend, sage ich mal, ziemlich sicher machen, mit IP-Adressenschutz zum Beispiel. Ja? Da habe ich noch eine Frage zu dem CA-Mod-Rechten. Ja. Es ist ja auch empfohlen, dass man eben entsprechend die Index, die Configuration, die HT-Access und noch eine vierte im Root, dass man die auf 444 stellt. Yep. Unter anderem eben auch im Administratorbereich die Index.php und das Template und so weiter. Jetzt habe ich die Beobachtung gemacht. Ich habe meine Seite in der Orlinke. Und wenn ich da mal reingucke, im Nachhinein, dann, und ich habe das alles umgestartet, das aufgestellt auf 444. Yep. Und ich gucke dann ein bisschen später mal rein, dann steht die Index.php auf 644. Woran liegt das? Da würde ich jetzt beim Provider nachfragen.
Also ich sag mal, Joomla an sich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Config was ändere und die Datei ist auf 444, ändert Joomla sie selbst in 644 um, schreibt sie aber danach wieder in 444 zurück. Und auch mit der Index oder? Nee, da nicht. Aber die fässt er ja nicht an. Boah, nur die Config. Nur die Config. Also da würde ich einen Provider fragen. Also ich sag mal, wenn man da ein sicheres System haben möchte, wo man überhaupt nicht mehr im Backend arbeiten kann, kann man natürlich sagen, ich tue mal alle Ordner und alle Dateien auf Leserechte setzen, dann ist da im Endeffekt eine statische Webseite vorhanden. Aber dann bin ich relativ safe. Aber arbeiten ist dann so erstmal nicht mehr möglich. Kurze Anekdote vielleicht auch dazu. Ich habe vorhin mit gesprochen, da hat der Entwickler der Extension gesagt, er möchte doch bitte auf 777 umstellen, weil mit dem aktuellen Update haben wir ein Problem, dass das dann mit 777 gehen würde. Ja, also die Rechte... ist halt wirklich ein Riesenproblem, muss man halt einfach ganz klar wissen, Ordnerrechte mit 777 oder Dateirechte ist halt der Tod. Dann kann ich das Ding auch gleich an, dann kann ich auch gleich auf der Webseite das Passwort veröffentlichen, das ist das Gleiche. Ich kann definitiv davon ausgehen, Joomla stellt es nicht die Experten. Nein. 64. Nein, wäre mir nicht bekannt, nein. Ja, ansonsten, was auch ein Thema ist, wenn man ja, eine normale Firmenwebseite hat und man braucht es nicht und man hat da nicht User-Registration, ausschalten. Ja, ich sag mal, es gibt genügend Bots im Internet, die nichts anderes versuchen, als dementsprechend sich in Joomla ständig im Benutzerkonto anzulegen. Ich muss kein Login in der Frontend-Seite haben. Ich brauche nicht die Eingabemaske. Ich kann mich auch so registrieren. Der Link zu der Komponente ist immer aufrufbar. Ob ich das Ding als Modul irgendwo platziert habe oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Link ist da und damit kann ich mich anmelden. Das wissen die wenigsten. Das heißt, wenn man das Ding deaktiviert hat, habe ich schon mal diese ganzen Shine-User, die da kommen, halt nicht. Dafür gibt es, sage ich mal, auch sehr gute Erweiterungen von Victor und so weiter, die dann noch weiter hinten dran gehen und dann auch noch diese ganzen Bots dann ausschließen, wenn man es braucht. Ich habe es jetzt mal auch allgemein zusammengefasst, diese unnötigen Einstellungen. Ja, das ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff, weil das sind auch sehr, sehr viele. Wir haben das auf der Webseite zusammengefasst. Anschauen und, sage ich mal, ausführen, ja, und deaktivieren und deinstallieren von unnötigen Erweiterungen. Alles, was man nicht braucht, raus damit. Ja, also es sind alles potenzielle Fehlerquellen und wenn ich dann sehe, dass man ein Modul oder eine Komponente installiert hat, um ein Impressum darzustellen, würde ich eher fragen, war es der Dienstleister, dann würde ich den eins auf den Finger hauen und wenn es der nicht war, dann bitte irgendwie mal Video to Brain oder ein Buch kaufen und sich mal auseinandersetzen, dass man das auch hätte mit einem normalen Beitrag lösen können. Also dafür brauche ich keine Komponente, die da sagt, bitte Steuernummer eingeben oder sowas. Also es ist Quatsch, braucht kein Mensch. Aber auch da war mal vor Jahren, es ist locker 3 Jahre her, auch eine Sicherheitslücke in so einer Erweiterung, das weiß ich. Also das braucht man nicht. Minimalistisch ist in dem Falle besser. Und man hat viel, viel weniger Probleme für die Zukunft. Angriffe abwehren, also das ist reale Logdatei. Okay, ich habe die IP-Adresse mal nicht verschleiert, mir auch wurscht. Das sind dementsprechend wirklich Angriffe, die täglich bei Ihnen auf der Webseite laufen. Wenn Sie die Logdateien bei Ihrem Provider einsehen können, schauen Sie da mal rein, das sieht genauso aus. Der Screenshot ist zwar jetzt ein bisschen älter, aber im Endeffekt ist es genau das. Gibt es Bots, die nichts anderes machen, als abzugrasen. In dem Fall ist jetzt hier mal PHP mal Admin oder auch Admin durch. Sehr häufig kommt dann auch WP-Admin von den Kollegen von WordPress, weil das genauso Angriffsziel ist. Genauso wird auch Administrator versucht, drauf zu kommen und so weiter. Das sind jetzt nur mal Aufrufe, ob es überhaupt existiert, aber sie sind täglich da und das nicht zu wenig. Man sieht das hier mal so im Zeitabstand, nachts um 2.29 Uhr und 2.30 Uhr. Und Pi mal Auge in einer Minute hat da mal diese Aufrufe da stattgefunden. Und das wird nicht weniger, es wird mehr. Und man kann da halt mit wirklich totalen banalen Mitteln diese Sachen aussperren. Ich habe es jetzt hier extra nochmal hingeschrieben, Security by Obscurity mit der Robots.txt. Das ist gewagt, hat aber funktioniert. Ich habe diese Bots gesagt,
Nö, ich will euch nicht haben auf der Webseite. Das waren die bösen Bots, die haben sich so echt dran gehalten. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die haben ihr Geschäftsmodell noch nicht verstanden. Aber sie haben sich dran gehalten. Auch kommt immer wieder die Frage von Erweiterungen. Ja, es gibt für Joomla irgendwelche Firewall-Erweiterungen. Sind die gut, sind die nicht gut? Das Ding gehört vor einer Webseite, nicht in der Webseite. Dann ist das Ding schon zu spät. Ich sage nicht, dass die schlecht sind, aber dann ist der Angriff schon im System. Das Ding greift erst dann ab. Eigentlich schon zu spät, das Ding gehört vorher abgefahren. Und das kann ich im Endeffekt durch eine HTAccess oder noch weiter vor am Server oder noch vor dem Server noch wegfangen. Da gehört das hin, ganz wichtig, guter Hoster, weil der macht sehr viel. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Business-Hoster auch in Deutschland, die da im Vorfeld auch DDoS-Attacken und sonstiges abfangen. Also kann ich halt nur empfehlen. Und alles, was ich im Vorfeld schon gesagt habe, sollte man vielleicht auch schon irgendwie gemacht haben. Und dann ist man da schon mal ganz, ganz auf der sicheren Seite, sage ich mal. Man schafft es keine 100%, sowas gibt es nicht. Aber man kommt schon irgendwo an die 98-99% ran. Ansonsten ist auch immer wieder sehr lustig, Preisgeben von Informationen. Das ist Joomla.de. Schönes Beispiel. Ich sehe, zwangsweise gehe ich auch davon aus, da wurde Joomla verwendet. In dem Falle sage ich mal, ist okay. Aber auf einer normalen Firmenwebseite, sage ich jetzt mal Vereinswebseite oder sonstiges, ich würde das rausnehmen. Sie geben den Angreifer ja schon mit, hallo, ich bin Joomla. Dann weiß er ja schon mal ungefähr von den großen bekannten CMS-Systemen, wo er jetzt genau ansetzen muss. Und es gibt Exploits oder auch diese Automatismen, die da erfolgen, die suchen danach und gehen dann einen Schritt weiter. Ja, Joomla, super, gehe ich in die nächste Hierarchie und versuche dementsprechend da nachzumachen. In Joomla kann man das auch ändern im Template, indem man reinschreibt Drupal oder so. Geht das auch. Kann man machen. Oder Fußzeileninformationen, wo dann noch Versionsangaben drin stehen. Also wenn ich dann hinschreibe, ja, Forum oder Bildgalerie X von mit Version 2.4.1. Super, also mehr Informationen kann ich dem Menschen ja gar nicht mehr in die Hand geben, wo er vielleicht sogar so weiß, da ist ein Exploit. Ja? Es gibt ein Plugin für Firefox, der Joomla-Version anzeigt. Ja. Der greift auf, ja, es gibt ein Plugin für Firefox, was erkennt, welche Joomla-Version da installiert ist. Das Ding ist relativ genau, macht nichts anderes außer XML-Dateien und Sprachdateien, die im Normalfall aufrufbar sind, auszulesen und dementsprechend dann zu sagen, da ist die und die Version drin. Die Möglichkeit, diesen Aufruf, also es gibt ja so einen Datenschwanz, den man hinten dran, ja, wo man dann die Sprachdatei auflesen kann. Genau. Gibt es da so eine Möglichkeit, dass man das nicht mehr aufruft? Mit der HTX zum Beispiel von uns geht es nicht mehr. Dann kommt das Ding nur noch da mit einem Fragezeichen und sagt, weiß ich nicht, finde ich nicht. Oder macht eine grobe Schätzung, weil er irgendwo, also das Ding geht sogar auf dem RSS-Feed, also habe ich gesehen. Also das Ding liest da sehr, sehr viel aus, dieses Plugin. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Gerne. Nein. Nein. Kann da raus. Nur im Programmiercode, aber nicht auf der Seite. Es muss nicht stehen, hallo, ich bin mit Joomla gemacht worden. Überhaupt nicht. Null. Nein. Im Quelltext, ich sage jetzt mal, in der PHP-Datei ist es ja zwangsweise drin, aber die sieht ja keiner. Also das bringt ja auch nichts für den Endbenutzer. Es ist ja dann unter der GPL-Lizenz, ist es ja dann eh lizenziert. Und wenn ich da was verändere, dann muss ich das halt weiter beibehalten. Auch ein Thema vieler Seiten vom Server. Ich sage mal, machen wir uns nichts vor, wenn Joomla einen Fehler ausspuckt, eine Fehlerseite, erkenne ich auf den ersten Blick, dass es ein Joomla ist. Wenn ich jetzt ein Template habe, ein gutes, gibt auch da nette Sponsoren, die das haben, die haben eigene Fehlerseiten, da erkenne ich nicht auf den ersten Blick, dass es ein Joomla ist. Auch sowas gibt Informationspreis, kann man einfach auch verhindern, dass man da halt erkennt. Ja? Vielleicht noch mal ergänzend, was mir aufgefallen ist, sehr viele Seiten, die unter Joomla laufen, da ist auch immer noch das nette Fachikon zu sehen, also dass man das vielleicht auch mal ändert. Ja, das ist ein Thema Template, wenn das Fachikon da dementsprechend da weiterhin aktiv ist, sehe ich genauso.
Ich finde es grundsätzlich, in der heutigen Zeit sollte eigentlich jede Webseite, oder auch wenn es nur ein Verein ist, aber in der Regel haben die alle ein Logo, also das kann ich doch mal da oben reinpacken. Also, aber wenn ich dann das Joomla-Logo da noch reinbaue, okay, aber gut, das ist jetzt, da muss ein Hacker schon wieder Pixel auslesen, sage ich jetzt mal, vom Farbcode her. Oder mit einem Hashwert die Datei vergleichen oder sowas. Aber wäre möglich, klar. Kann man genauso gut ändern. Tja, und wenn dann die Webseite mal so aussieht, dann haben wir alle ein Problem. Da will ich gar nicht die Liste jetzt zitieren, die ich da jetzt im Endeffekt aufgelistet habe. Gehackt, ja, was tun? Die Liste ist ziemlich lang. Die Liste ist, sage ich mal, bei 3 Links Pi mal Auge gleich. Die sollte befolgt werden. Dieses Bild ist wirklich von der Webseite, vom Screenshot. Also das ist wirklich nur ein sogenanntes Defacement. Da wurde nur die Index.php bearbeitet. Mehr ist da, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht passiert. Vielleicht noch Glück gehabt. Es gibt auch lustige Sachen, wo dann zum Beispiel, wenn ich von Google komme, kriege ich die gehackte Webseite, und wenn ich es so aufrufe, kriege ich die normale Webseite. Also auch solche kleinen, fiesen, kleinen Tricks gibt es da auch. Das dann rauszufinden, ist dann halt lustige Aufgabe. Kann ich halt nur empfehlen, falls das wirklich mal sein sollte, es gibt dort die Anleitung, und ansonsten an einen Dienstleister wenden, der da dementsprechend Hilfe leisten kann. Es gibt auch Provider, die da Hilfestellung geben, um Backups dann wieder einzuspielen, um die Updates dann unter Umständen nachzuspielen, dass das Ganze da wieder passt. Ja? Ich bin also auch eher fortgeschrittener Anwender und kein Entwickler und halte mich also lieber im Frontend auf, was kaputt zu machen. Aber ich weiß, dass jetzt zum Beispiel bei WordPress es möglichst abgeschaltet werden muss, dass Leute online editieren können, zum Beispiel Template-Code oder auch den PHP-Code. Ne? Ist das jetzt irgendwie auch schwierig bei Joomla, weil man kann ja rein theoretisch auch über den Administratorweg bis runter zu den PHP-Dateien online reingehen und was ändern. Das geht aber nur mit einem File-Editor. Gibt es diesen, Explorer, glaube ich, heißt der. Mit dem kann man das machen, aber ansonsten Standard vom Core aus, so geht es erstmal nicht. Aber solche Erweiterungen würde ich auch nicht einsetzen, weil die können viel zu viel. Also das ist ein großes Risiko. Ja, nicht nur richtig anfällig, der hatte massive Probleme. Also sollte man lassen. Ja. Ja, klar. Weil wir gerade bei den Files sind, wir reden hier die ganze Zeit auch von Joomla und Joomla absichern und so weiter. Also ich denke mal, das für jedes Thema. Welches System auch immer. Aber ich finde, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann sei auch, vielleicht wärst du da noch drauf gekommen, ich habe es jetzt noch nicht in der Übersicht gesehen, vielleicht mal interessant zu wissen, wie man denn seine Files uploadet oder downloadet. Und dann auch mal zu gucken, wie sieht es da eigentlich im eigenen Wohnzimmer aus, sukzessive auf dem eigenen lokalen Rechner. Klar, also das Thema kann man... Das Thema FTP-Übertrag dergleichen, wenn man einen Hoster hat, der WebFTP zum Beispiel unterstützt, finde ich, ist das schon mal eine große Nummer. Das File übertragen, ja, wie kann ich die Dateien auf meinen Rechner sicher auf die Webseite übertragen, gibt es sehr viele Varianten. Wenn ich den jetzt erstmal bei mir am Rechner anfasse, soll ich erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass der virenfrei ist. Dann, klar, habe ich ein FTP-Programm und kann die Dateien hochschubsen. Wichtig da zum Beispiel, wer nutzt FileZilla? Mal Hand hoch. Super, wer speichert in FileZilla die Passwörter? Sehr gut. Keiner, sehr gut, finde ich super, weil das Ding speichert die Passwörter im Klartext in der XML-Datei ab und Trojaner haben die Dinge ausgelesen und dann Feuer drauf. Ist raus? Sehr gut, okay, danke. Also FileZilla hat es rausgenommen, perfekt. Ja, mein Gott, ich habe jetzt auch nicht jedes Changelog da mitgelesen, aber es war halt mal der Fall und sollte man halt dementsprechend aufpassen. WebFTP hochladen, ja, wenn es SSL verschlüsselt ist. Gute Provider unterstützen SFTP oder Shell und ich kann die auch da hochladen. Da bin ich ziemlich sicher, weil alles, was ich normal über FTP mache, ist natürlich relativ offen. Kann zwischenzeitlich manipuliert werden, rein theoretisch. Und da muss man halt irgendwo schauen. Deshalb eigentlich auch schon, ja, SSL und Joomla.
Ja gut, FTP ist dann in Provider-Ebene, außer man hat selber seinen eigenen Server, dann kann man es halt selber machen. Ansonsten ist es seitens des Providers, was der für Protokolle unterstützt. Joomla kann SSL schon eine ganze Weile. Viele Leute hatten Probleme. Konnte ich nicht nachvollziehen. Anscheinend war das immer ein guter Provider, wo es funktioniert hat. Es funktioniert, man kann die ganze Webseite verschlüsseln, global in den Joomla-Einstellungen oder halt auch einzelne Menüpunkte. Ja, wenn man sagt, ich möchte jetzt aus Performance-Gründen nicht die ganze Webseite verschlüsseln, weil mich das jetzt irgendwie Performance kostet, und ich sage, okay, ich möchte nur das Kontaktformular verschlüsseln, weil ich nur personenbezogene Daten da halt übermittle, dann kann ich sagen, hey, Menüpunkt X, Verschlüsselung aktiviert, und dann macht Joomla das auch. Das läuft ziemlich reibungslos. Also ich habe da bisher noch keine Probleme gehabt. Ich sage mal, wir von Joomla Security haben es dann noch hart gecodet in der HTAccess, sage ich mal, drin, dass wir grundsätzlich alles auf SSL umleiten. Egal, was oben im Browser eingegeben wird und egal, was Joomla in der Config drin stehen hat. Geht auch. Ich kann es auch anderweitig mit der Holzhammer-Methode erzwingen. Also es geht, und SEO-technisch ist es ja neuerdings auch ein Thema, dass Google gerne haben möchte, dass das da dementsprechend doch verschlüsselt sein soll. Joomla hat damit keine Probleme. Und es schützt natürlich auch den User, der dann da irgendwelche Formulardaten oder Sonstiges eingibt. Sollte man dementsprechend machen. Fragen? Nee, deine Fragen beantworte ich nicht. Ja? Ja. Ja. Umbenennen kann man es so nicht. Man kann es aber im Endeffekt mit einem Token, zum Beispiel mit einem Security Key, ja, umbiegen. Läuft aber über einen Cookie, kann man rein theoretisch auch wieder klauen. HTAccess, Passwortschutz mit IP-Zutrittskontrolle zum Beispiel, ist eigentlich da eher die sinnvollste Variante. Weil dann kriegt der User eine 403. Ja, Akiba Tools in der Pro-Version unterstützt sowas. Geht auch. Kann man auch ein bisschen einstellen. Ja? Ich hatte nicht ganz verstanden. Würde ich sonst nach dem Vortrag sonst noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also es ist nämlich ein eigenes Thema, sage ich jetzt mal. KeePass. Ist ein KeePass. K-E-E-P-A-S-S. Sonst noch Fragen? Ja? Server oder anderer Server, ja. War nie das Passwort, sondern immer über Erweiterung. Ja, das ist das größte Sicherheitsrisiko. Genau. Updates. Ich erstaune immer so viel Passwörter. Bei mir ist noch nie ein Passwort gehackt worden. Ein gutes Passwort. Vielleicht. Klar, das größte Thema sind Erweiterungen. Das größte Thema sind Erweiterungen und Updates. Aber natürlich zählen die Passwörter, weil wenn ich so ein einfaches Passwort habe, dann habe ich halt Vollzugriff. Ja? Kann denn ausgelesen werden von irgendwelchen Robots, wie viel, aus wie vielen Zeichen das Passwort besteht? Weil ja, nee. Also 60 Zeichen Passwort sozusagen, also man muss ja darauf wissen, dass es 60 Zeichen sind. Nee, also ein Bot kann das nicht auslesen. Das steht in der Datenbank gehasht drin, und von daher. Also ich könnte jetzt auch nur 10. Ja, ja. Ja, also man kann das so nicht zurückmachen. Jo. Dann bedanke ich mich.